Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Systeria. In der letzten Folge haben wir uns um einige Schmelztiegel der Bosheit gekümmert. Immer noch welche ausstehen, nehme ich an. Und wie man sieht, ich habe wieder einen kleinen Kostümwechsel hier vorgenommen, und zwar haben wir jetzt die Klamotten der God-Eater an. Aus dem gleichnamigen Spiel, glaube ich. Zusammen mit God-Eater 2, okay, Entschuldigung. Julius und Nana. Okay. Ich finde die Frisur von Rose jetzt richtig gut. Aber das Kostüm ist irgendwie noch aufreizender. Oh Gott. Meine Güte, warum? Ja. Ich habe versucht, wieder ein bisschen zu trainieren auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Mit zwei Normans ausgerüstet. Was bedeutet, die Gegner sind 18 Level höher plus, weil nicht nochmal ungefähr 10 Level wegen dem Schwierigkeitsgrad. Ist ja eigentlich wieder normal, ja. Und eigentlich nach einer Stunde habe ich so viele Erfahrungspunkte noch bekommen. Also das geht mir ein bisschen zu langsam. Deswegen habe ich mich ein bisschen informiert, so. Erstmal, ja. Ob man so vor dem finalen Kampf irgendwie nur so Erfahrungspunkte schnell kriegen kann und gut kein Skit. Und ja, habe ich irgendwie so gelesen, dass die God-Eater DLCs viel Erfahrungspunkte geben. Da wollen wir doch mal sehen. Ich muss sagen, hier gegen irgendwelche Monster kämpfen und so. Und ja, gucken wir mal. Lesen wir ja nochmal. Ihr, die ihr nach einem bitteren Kampf lechzt, habt die Entschlossenheit und die Kraft, euch den 10 Herausforderungen der wütenden Götter zu stellen. Sobald ihr euch einen Gott genährt habt, gibt es kein Zurück mehr. Ihr solltet und solltet ihr fallen, erwartet euch nichts als ein grausiges Ende. Ja. Zeigt eure Hingabe. Okay, kämpfen wir jetzt gegen ganz viel auf einmal. Nacheinander, meine ich. Okay. Ich nehme mal an, das ist Musik aus... Keine Ahnung. So, schwach gegen normale Sachen, okay. Klingt ein bisschen wie Musik aus dem Spiel, ja. Aber könnte auch aus God-Eater 2 sein. Weiß ich nicht. Mal schauen. Oh Gott. Was? Wie heißen die Viecher nochmal? Aragami? Ich glaube ja, ne? Kenn ich nur aus Project Cross Zone. Da kam ich auch vor als Gegner. Ich hoffe, ihr bringt es erfahrungsmäßig. Oh, noch mehr. Jetzt habe ich irgendwie Flashbacks aus dem Kolosseum von Tales of Graces F. Oh Mann. Musik ist episch. Ich glaube, ich bin ja gerade rausgelaufen. Oh mein Gott. Boah, Edna. Schaffen wir noch nie im Leben. Guck ich mal, wie viel die mir abziehen. Ja, das ist doof, glaube ich. Ja. Irgendwie zieht halt nichts ab, wenn die Gegner nicht gerade betäubt sind. Ein so ein Gefühl. Hier, Phoenix. Wo kommt diese Fähigkeit her? Was ist das? Hier schon wieder drin. Ah. Ich habe noch eine Idee. Mach mal so. Ich habe alles Teile und ich werde sie auch benutzen. Also wir brecken hier nicht. Makua Uzushio.
So. Was hier mal mit der Spielserie auskennt. Ich habe ehrlich gesagt vor Project Cross noch nie von God Eater vorher gehört. Also, weiß ich nicht. Eine neuere, eine ältere Serie. Oh, keine Ahnung. Irgendwas habe ich noch nie davon gehört. Aber nicht nur an mir, aber von der Tales of Serie habe ich auch noch nie was gehört vor Tales of Vesperia, was ich nie gespielt habe. Das ist ja wahrscheinlich das einzige Spiel, weswegen ich mir eine Xbox 360 holen würde. So. Friss das! Erfahrungspunkte 1752, das ist jetzt... ja. Weiter mal. Der alles Teiler wirkt jetzt nicht mehr, ne? Super. Hilfe. Wenn man 1700 Erfahrungspunkte kriegt, für all diese Frust hier, finde ich halt nicht so ergiebig. Du konntest dich auch nicht heilen, ne? Du konntest dich echt nicht heilen. Ja, das freut mich. Ah, geht weg. Gibt's einfach nicht. Boah, jetzt ist Mikli auch noch weg. Muss ja auch mal, muss man ja auch noch drauf aufpassen. Geht auf mich los, verdammt. Ja, und ich hier ganz auf meine NPCs aufpassen. Kann nicht flüchten, ne? Was zum Teufel? Die haben mich noch nicht mal angegriffen. Jetzt haben wir wieder altertümliche Probleme hier. Ich will nicht ausweichen, verdammt. Diese automatische Ausweichung, manchmal nervt die echt. Ja, guck mal, ich habe 9. Ich weiß gar nicht, was ich hatte. Ja, mache ich alle, komm. Meine Güte, ja, Datenladen war klar. So ein Dreck. Ey, das ist auch viel zu stark alles. Ich komme ja optional gar nicht weiter. Okay, dann weiß ich mal, was wir machen in diesem Part noch. Mein Gott, bin ich hier schnell. Mein Gott, bin ich hier schnell. Sind die Erfahrungspunkte natürlich weg. Aber was soll's. Ich weiß echt nicht, wie ich trainieren soll. Vor allem die Story-Gegner, die sind schon auf Level 88 und so. Wie soll ich denn das machen? Ich weiß auch nicht, in alles Teiler hier verschwenden. Also ja. Gut, dann machen wir Folgendes. Wir gehen... Boah, wo war das nochmal? Trisoldehöhle, ne? Oh, dieses eine Bossviech. Da können wir in alles Teile einsetzen. Oh, da ist er, ja genau. Wir noch mit den Klamotten. Darauf kommen wir nochmal zurück. Glaub mal. So, mit dir habe ich Probleme gehabt, weil du alles mit einem Schlag weggehauen hast.
So, versucht das mal mit dem Allesteiler. So, du hast nur 30.000 AP, da wird ja wohl zu schaffen sein. Also meine kleine Geheimwaffe jetzt. Warum zieht das nicht viel ab? Ach, Wind, verdammt. Zerfällt. Den Kostüm sieht man leider nicht viel, wenn ich mich dauernd amortisiere, aber naja. Der kam immer mit so einem Angriff, der alle mit einem Schlag weggemacht hat. So einzeln. Der nicht irgendwie so Ultima eingesetzt oder irgendwie so, was alles weggehaut hat, aber bis schon. Oh, AP. Einfach AP. Wenn alles heil habe ich, glaube ich, so gute Chancen. Hab's eigentlich überlebt, ne? Die Gegner dauern so oder so lange zu besiegen. Hab's eigentlich fängt nicht mit einem Schlag. Okay, ich kann jemand anderen einwecken. Ja, was zum? Jetzt ging das schon wieder los, ne? Ja, ist der Angriff. Der läuft alle weghaut. Sehr gut, komm her. Fristin! 1 Milliarde Schwerter! Ja, ich habe den Angriff so genannt. Sind wir nicht tot? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Guck ich das an. Sehr gut. Komm schon. Spammt er diesen Angriff? Kann das sein? Oh, sehr gut. Aber war der weg. Ah, okay. Trotzdem God-Eater. Weil ich glaube, die God-Eater hier machen auch irgendwie so was, die Monster jagen oder so. Wenn ich mich irre. Guck mal, wie schnell wir sind. Aber bin ich so schnell gelaufen, dass der irgendwie die ganze Zeit die Arme so vom Gesicht hatte. So, tick, 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 so ne, vom Gesicht geschwenkt hat. Weiß ich, wie man das erklären soll. So. Wir gehen nochmal kurz nach Logrin, heilen uns hoch. Ja, ich habe voll den Kloß im Hals. Ekelhaft. Noch einmal noch mal hoch und SA-mäßig. Ich muss mal überlegen. Die Erdprüfung haben wir ja schon abgeschlossen, ihr Monster. So, 6 Stück fehlen noch, weil 36 anormale Kohlen gibt's laut den Trophäen. Deswegen müssen wir nur noch 6 erledigen. Logische Schlussfolgerung. Der eine war in diesem Einwald, wo wir zuletzt waren. Und einer war, ich habe keine Ahnung. Welcher war noch meine Erdprüfung haben wir schon, die Windprüfung haben wir glaube ich noch nicht. Aber davor kam dann noch, warte mal, Erde. Ist die Wasserprüfung. Wasserprüfung haben wir glaube ich noch nicht. Bin mir aber nicht sicher. Und dann kommt noch der Engel, genau den Engel, den haben wir auch noch nicht. Ja, der Engel. Also 4 habe ich noch im Kopf.
Ja, mal noch alle platt, bevor wir uns Heldal vollknöpfen und Gefolgsleute. Ja. Warum sind die Gott-Eater-Monster so stark? So, was? Okay, wir haben das schon erledigt anscheinend. Ich dachte, dann gehen wir zur Windprüfung, machen das Viech platt. Glaube ich. Drillen. Da, nochmal speichern. Da muss ich einfach noch mal so rumgrübeln, wo noch welche sein könnten. Wahrscheinlich habe ich einige vollkommen vergessen. Die kann ich mittlerweile locker erledigen. Aber naja. Schon alles irgendwie hier so nachgucken auf Screen im Spiel natürlich. Voll spoilern tue ich mich natürlich nicht. Manche Sachen so wie Erfahrungspunkte farmen und so, das interessiert mich halt. Gleich geguckt, wie viel Erfahrungspunkte eigentlich gegeben hat. Aber mit Alistair müsste halt eigentlich halbwegs schaffbar sein alles. Joink. Und jetzt soll ich noch ein paar Eisenkräuter hier und so alles benutzen. Mensch, Herren. So, ich habe ich auch noch nicht, das weiß ich. So. Alle bereit? Ja, nein, gut. Glücksapier. 65, was? Mit 9000 Angriff und ganz vielen Gegnern. Okay, das ist jetzt schon alles Teil, da kann ich kaufen. Das ist halt geile. Und du bist nicht anfällig. Mekleo, verbinden. Auch zu zaubern. Ja, du Volltrottel. Ich drücke die ganze Zeit L1, ne, aber der will nicht. Der will nicht. Der will nicht. Oh, oh mein Gott. Was soll der Mist manchmal? Bleib hier, 5000. Der kommt wahrscheinlich die ganze Zeit wieder respawnt, ne? Komm her. Ah. Da wird ein etwas kürzerer Part. Ah. Ah, gucken. Ich weiß noch, was ich machen kann. Boah, wird ewig dauern. Also ich krieg irgendwie Erfahrungspunkte. Boah, ihr Harpienviecher, ne? Das ist so ein persönlicher Albtraumkampf hier für mich. Nur Gegner, die Zauber ansetzen. Mein persönlicher Albtraum. Das war sowas von ich. Natürlich einen Engel auch noch mal versuchen. Als Teiler läuft dann alles. Was ist das? Alles Teiler für den Wind. Ist irgendwie Art Verteidigung niedriger? Nö. Lass mich rein. Glück bezieht sich auf das Effektpotenzial. Oh nein, sorgen ihre Angriffe zu 100% für Effekte. Schweigen, ich kann nicht heilen. Oh, super, gib mir doch eine Warnung, dass du dich heilst.
Danke, Edna. Bis jetzt sind noch keine weiteren Arten aufgetaucht. Sehr gut. Gut, Edna hält mich hoch. Sehr schön. Danke. Danke, Mäuschen. Ich ging aber auch. Wir geblieben. Oh. Ein Boss geht mal auf mich los, was ist denn hier los? Eine Spinne. Nein, ich hoffe, ich muss uns heilen. Nein. Finger weg von dir. Der teleportiert sich immer hinter mich, wenn er angreifen will. Kann das sein? Ja, ich wenn die Kämpfe natürlich ein bisschen länger, weil ich so wenig abziehe, aber hauptsache ich gewinne überhaupt. Was will man machen? Ich habe die alles Teile, also ich nicht benutze, sammle ich die ganze Zeit welche auf und ja, kann die nicht aufgeben, weil ich 15 davon habe. Ich über ein paar. Oh Gott, was ist das denn? Ja, wirft diesen Stein auf die ab hier. Oh. Noch eine anomale Kugel. Nein. Okay. Noch 5. Wir kriegen immer mehr AP. So. Jetzt weiß ich nicht. Doch, ich weiß wo. Wir gehen noch mal. Ich habe noch was entdeckt. Wortwörtlich Entdeckungen gemacht. Und zwar in diesem Wald habe ich irgendwie so einen Käfer gefunden. Den können wir mal untersuchen. Also ja, Entschuldigung. Pff. Irgendwie vergessen zu reden. Das ist irgendwie so weggetreten auf einmal. So, ja, wie heißt der nochmal? Gut, Frage. Wirklich gute Frage. Wo ist der auf jeden Fall? Das ist immer. Ach nee, ich muss mich, glaube ich, außerhalb von Dings hier teleportieren. Hier, meine Güte. Zu viele Orte in dem Spiel. Einfach zu viele Orte. Wie kann das Spiel wagen, nur so groß zu sein? Ich wünsche mir ein Spiel mit weniger Inhalten. Was? So, bloß nicht in diesen einen Typen reinlaufen. So, jetzt mein täglicher Trainingsort. Welcher es auch nicht mehr bringt. Man könnte irgendwie meinen, wenn ich so Gegnern, die auf Level 114 sind, mit all den Modifikationen hier, also Normen und Hochschwierigkeitsgrad, da könnte man irgendwie meinen, ich müsste irgendwie 4000 Erfahrungspunkte bekommen pro Kampf. Weil ich krieg nur 100. Ja, kämpfen mal. Das muss aber von God Eater 2 sein. Seit 72. Wir sind ohne Scheiß kein bisschen, wir sind genauso stark wie auf die, wie auf Level 114 oder so. Oder so immer. Ich krieg irgendwann mit 136 Erfahrungspunkte. Irgendwie so um die Ecke. Der Unterschied ist nur, dass ich amortisiert bin während der Trainingssession. Dass die Kämpfe ein bisschen einfacher macht. Ich kriege sogar mehr Erfahrungspunkte.
Was zum Teufel? Ja, muss ich wohl zum normal. Oh ja, den habe ich auch noch gefunden, habe ich ganz vergessen. Penetrate. Kein Traum mehr bei Schaden, was weiß ich. So. Stimmt, den hatte ich mir auch notiert. Ich habe noch gar nicht auf meine Notizen geguckt. So, Erde. Oh, machen wir euch noch fertig. Sein muss. Hier gibt wahrscheinlich irgendwo mal 300 Erfahrungspunkte oder so, ne? Ja. Gut gemacht, Julius. Heißt der, ne? So ist das Kostüm jedenfalls. Ich muss mal gucken, was ich noch für Nebenquests offen habe auf Screen. Dann schaue ich mich mal so um, wie ich so einen Anhaltspunkt habe beim nächsten Mal. Ich komme so irgendwie nicht voran, habe ich das Gefühl. Bestimmt könnten wir diesen Turtles ausschaffen mit dem Eisteiler. Obwohl, ich habe den extrem wenig abgezogen. Mit Eisteiler würde ich den so gut wie gar nichts abziehen. Na, lass mal. Ich versuche irgendwie, ob ich noch trainieren kann, ja. 522, das war schon ein bisschen besser. So, jetzt muss ich nur herausfinden, wo nochmal der Käfer war. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo ich ihn nochmal gefunden habe. Irgendwo eine Sackgasse war der. Web. Idiot. Habe ich auch herausgefunden, so. Während mir langweilig war, so besser nicht. Ach, hier ist er direkt. Ein Arondach-Hirschkäfer. Aber kein Skit. Er klingt aber auch echt wie Tetris Hysteria, die Musik. Okay, wir haben auch 28 Minuten, merke ich gerade. Reicht schon. Dann war ich noch schnell fertig. Ich dann müssen wir halt in der Story weitermachen. Gut, dann beende ich den Part hier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Melonengummi. Geil. Let's Play Tales of Zestiria. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.